Ja, ich sag's ja immer wieder, große Testgeräte sind mühsam, insbesondere Fernseher. Darum teste ich keine Fernseher. Die kommen mit der Spedition, die muss man sich irgendwo hinstellen, dann gehen sie wieder weg und dann ärgert man sich noch, dass man sie nicht mehr hat. Nein, große Testgeräte sind mühsam, aber was steht denn da hinter mir? Nein, es ist kein Fernseher, es ist, naja, fast ein Fernseher, es ist der Samsung Flip. Nein, nicht das Samsung Flip, das Auf- und Zuklapp-Handy, Samsung Flip, die digitale Flipchart, da kommt der Name eigentlich her. Und Sie haben den Namen auch schon länger. Es ist das Ding, was man in Büros jeweils sieht. Ich war schon oft an irgendwelchen Events, wo die Dinge rumgestanden haben, habe ich gesagt, kann ich nicht mal einen ausborgen? Und ich konnte. Endlich hat mir Samsung mal einen ausgeborgt, dieser Flips, und ich konnte ihn mal ein bisschen in Ruhe ausprobieren, weil sonst sieht man die immer und macht irgendwie ein paar Kritzeleien drauf und dann hat man es wieder vergessen. Jetzt hatte ich den wirklich einen Monat lang hier und habe ihn getestet. Aber ich kann den ja nicht am Pult hier vorführen, da müssen wir etwas machen, was an großen Testgeräten eben auch nervt, nämlich Demo-Time. Ja, ich muss nach da hinten und das ist alles ein bisschen komplizierter, wenn ich nicht einfach hier schnell am Pult sitzen kann und Kamera einschalten kann und Sachen hier oben in der Kamera zeigen kann. Also, möge alles gut gehen, Demo-Time. Ja, und Demo-Time. Alles ein bisschen aufwendig hier mit großen Testgeräten. Ich mache das nicht so gern. Ist das 55 Zoll Modell? 25 wäre ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Hier unten haben wir die Anschlüsse, USB-Alt, HDMI für die Leute, die es brauchen. Ich brauche nichts davon. Was ich gebraucht habe, ist einzig und allein das da. Das USB-Anschluss, USB-C-Anschluss. Da kann man alles anschließen, was ich möchte und was ich habe. Aber ich muss euch mal zeigen, wie er funktioniert. Was ich ewig nicht gefunden habe, ehrlich gesagt, ist der Power-Start-Knopf. Der ist hier unten versteckt. Zick. Ja, und dann geht's schon los. Man kann einfach, man nimmt den Stift. Und schreibt drauf. Die Verzögerung ist absolut minimal. Das ist wirklich großartig. Ich dachte, da hätte man dann Verzögerung drauf. Hat man nicht. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und der Stift hat zwei Seiten. Wenn man die andere Seite nimmt, kann man die auch konfigurieren. Ich habe jetzt einen dickeren Stift genommen. Und wenn einem etwas nicht gefällt, nimmt man einfach den Finger und radiert es wieder weg. Es ist wirklich kinderleicht. Also kein Wunder. Ich habe es den Kindern ja jeweils auch hingestellt und gesagt, mach mal. Und die Kinder konnten es alles sofort bedienen. Wenn man dann andere Farben möchte, muss man einfach den Stift lang draufhalten. Zack, kommt die Konsole. Kann man hier eine andere Farbe auswählen für vorne, andere Farbe für hinten. Und schon kann man da wild drauf losmalen. Und wenn man eine neue Seite haben möchte, zieht man einfach rüber. So, da. Und schon haben wir eine neue Seite. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. So. Und schon haben wir eine neue Seite. Es ist wirklich so kinderleicht zu bedienen. Das funktioniert schon mal sehr, sehr großartig. Wer will, kann ihn übrigens auch drehen. Aber dann passt das Riesending hier nicht mehr ins Bild und das wollen wir ja nicht. Also, jetzt ist es ein bisschen schräg. Jetzt ist es wieder gut. Dann, was müssen wir noch schnell zeigen? Hier unten hat man natürlich ganz viele Funktionen, die man auch haben kann. Von Geometrie-Tools kann man dann, hat man hier einen Maßstab, den man nutzen kann. Dann kann man ihn drehen. Aber das brauchen wir ja nicht. Nein, da hat es ganz, ganz viele Tools, um zu skizzieren. Das macht großen Spaß. Kann auch Sachen auswählen. Zip. Dann hat man es hier hin verschoben. Ja, also die üblichen Sachen, die ein Stift- und Malprogramm haben muss. Und die hat es und die funktionieren alle sehr, sehr gut. Da kann man wirklich nichts dran rumnörgeln. So, machen wir das da wieder weg. Man kann natürlich auch Formulare hinterlegen, wenn man das möchte, aber das möchte ich ja alles nicht. So. Jetzt wollen wir noch andere Sachen sehen. Da drücken wir hier drauf. Man hat hier direkt einen Browser importiert. Man kann PCs anschließen, Handys,
Was ich euch noch zeigen möchte, ist eigentlich meine fast liebste Funktion, die man auch hat daran. Man kann nämlich Samsung DeX nutzen. Ja, Samsung DeX, maximieren. Ich habe einfach das Fold angeschlossen. Seht ihr, es funktioniert einfach, muss nichts machen. Aber doch, man muss das Handy noch anstandshalber entsperren. So. Und schon haben wir hier das Ganze. Ja, Samsung DeX halt. Großartig. Kann man hier auch Notizen nutzen. So, wir wollen hier schreiben. Was man sofort merkt, bei Samsung DeX hat der Stift ein bisschen mehr Verzögerung als sonst. Bei Samsung Notizen geht's, bei GoodNotes, was man ja auch nutzen kann. Ah, da habe ich gerade getestet, machen wir da eine neue Seite. Seite hinzufügen, zack. Ist es noch ein bisschen mehr Verzögerung, die man drauf hat, aber dramatisch ist es auf jeden Fall nicht. Man kann da wirklich. Oh, da ist der Schneepflug draußen. Ja, es schneit unglaublich hier. Und zuletzt noch, was habe ich noch ausprobiert gehabt? Microsoft Whiteboard. Eine unglaublich praktische Whiteboard-App. Machen wir ein neues. Ihr seht's. Das mag irgendwie den Stift nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Aber Microsoft Whiteboard ist eh immer ein bisschen die Lotterie unter den Notiztools. Ja, Samsung DeX funktioniert drauf auch. Und noch letzte Demo. Wir nehmen das MacBook. Ding. Maximieren. Und schon haben wir den Mac da drauf. Und das ist großartig. Kann ich da meinen Artikel lesen? Hat den ganzen Browser hat man drauf. Schauen, ob das Video geht. Da kommt eine Werbung. Ja, wollen keine Werbung. So. Gehen wir zurück. Was ich mir ja noch erhofft hätte, ist, dass Freeform, mein Lieblingsnotiztool von Apple, funktioniert. Es funktioniert insofern, dass man natürlich einfach Sachen drauf zeigen kann, aber weil Freeform auf dem Mac ja den Stift nicht unterstützt, kann man nicht malen. Es hätte so grandios sein können, aber da muss Apple dringend mal nachbessern. Wir brauchen unbedingt Stiftunterstützung für Freeform auf dem Mac, weil OneNote hat Stiftunterstützung, ist einfach noch nicht so ganz, es ist noch nicht so ganz cool, weil die Treiber sind nicht so wirklich optimiert für den Mac und es ist ein bisschen ein Gebastel. Aber wenn man beispielsweise in Freeform was zeigen möchte, ist es natürlich großartig. Kann man eigentlich auch aufzoomen? Müsste man, ja. Ups. Hat man die Lupe, aber die wollen wir jetzt nicht. Geh wieder weg. So. Fast verloopt. Nein, so kann man den Mac per Touch steuern. So, machen wir das noch weg, dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. So, und dann kann man da hier doch seine Post-its durchgehen. Und wenn man es wieder schließen möchte, muss man einfach doppelt tippen oben. Da, dann machen wir wieder klein. Schon funktioniert. Jetzt können wir da noch App Store. Das Final Cut Update ist immer noch nicht da, wo ich drauf warte. Ich mache ein bisschen Fingerübung, dass, ob man wirklich die Fenster erwischt, um sie groß und klein zu machen. Ja, ich glaube, das war die Demo-Time. Ich glaube, ich habe es halbwegs überstanden und den Rest besprechen wir zurück am Pult. Ja, ich glaube, das hat alles so halbwegs funktioniert mit der Demo. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da so im Raum drin steht, da muss man die Kameras aufstellen. Licht ist ein Problem, wenn man Bildschirme fotografieren oder filmen möchte. Aber ich glaube, man sieht so ungefähr das Prinzip dieses Samsung Flip,
wie gesagt, 55 Zoll Modell. Und ich muss sagen, es hat mir großen Spaß gemacht, das mal ein bisschen ausführlicher als sonst zu testen. Und bevor jemand fragt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil in der Demo hat ja Whiteboard von Microsoft wieder nicht funktioniert. So, schaut mal. So, da. Hier haben wir Whiteboard wieder und da funktioniert es tadellos. Ich glaube, es ist wirklich die App ist irgendwie nicht für Decks optimiert, ich habe keine Ahnung. Nein, Microsoft Whiteboard. Kollege Volker Weber mag die, also der hat mir die mal empfohlen. Ich bin nicht so sonderlich begeistert davon. Sie macht ein bisschen, was sie soll und was ich bräuchte, macht sie nicht. Ich mag Apple Freeform viel, viel lieber, aber das gibt's ja nicht bei Samsung Dex und schon gar nicht auf Android, also ist das auch keine Debatte. Nein, dieser Flip hat mir wirklich im Test sehr, sehr gut gefallen. Was mich am meisten überrascht hat, ehrlich gesagt, ist, wie einfach das er ist. Ich habe es im ersten Teil der Demo gesehen, wo ich einfach nur ein bisschen gezeichnet habe und Sachen rübergeschoben habe. Ich habe ja schon sehr viele Samsung-Geräte getestet und ich war auf alles vorbereitet. Beispielsweise beim S9, dem Monitor, den ich auch getestet habe, habe ich mich ja beklagt, dass da so viel Samsung-Software-Plunder drauf ist, weil halt vermutlich bei Samsung irgendwie jemand einen Bonus kriegt, wenn sein Tool auch noch auf dem neuen Gerät drauf ist. Keine Ahnung. Da lief irgendwie die ganze Zeit SpongeBob, wenn man nur den Monitor einschalten wollte, um zu arbeiten. Und blub, kommt das SpongeBob und dann kommt noch Samsung TV und oh, das Menü ist kompliziert und es macht wirklich keine Freude. Bei unserem Fernseher zu Hause übrigens dasselbe. Samsung Tizen auf dem Fernseher ist wirklich kein Spaß. Es ist mühsam, es ist ruckelig. Beim Samsung Flip da hinten, grandios. Etwas vom Besten an Software, was ich von Samsung je gesehen habe. Ja, ich war damals ja so Fan vom Galaxy S10, wo sie diesen weißen LED-Ring um die Selfie-Kamera drum hatten. Das war auch ein riesen Software-Highlight von Samsung. Nein, aber das da ist wirklich eine große Überraschung. Man bedient es einfach. Man muss nicht die ganze Zeit durch Menüs drücken. Man schiebt einfach rüber, wenn man eine neue Seite haben möchte. Unglaublich minimalistisch, unglaublich elegant und kinderleicht. Ich habe es ja wirklich den Kindern jeweils hingestellt und gesagt, mach einfach mal. Die konnten es sofort. Ich musste nichts erklären. Die wussten, wie man eine neue Seite macht. Es funktioniert einfach. Also da hat sich wirklich jemand hingesetzt und überlegt, wie funktioniert eine Flipchart und wie machen wir die digital? Und das haben sie eben gut gemacht. Weil eine Flipchart ist ja darum so praktisch in Sitzungszimmern, weil sie einfach ist. Die funktioniert, man malt drauf und der da ist eben genauso. Man schaltet ihn einfach ein und er läuft. Er dauert auch nicht ewig, bis der aufstartet oder sowas. Nein. Das einzige Problem, was ich hatte, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, ist, ich habe den Power-Knopf nicht gefunden. Anfangs habe ich ihn einfach immer eingesteckt und ausgesteckt, bis mir mal Samsung dann gesagt hat, es hat einen Power-Knopf. Er war einfach da unten versteckt unter dieser Konsole. Ja, ausgerechnet Raphael, der sich immer beklagt, wenn Knöpfe zu offensichtlich sind, hat den Knopf nicht gefunden. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich gratuliere Samsung auch dazu. Wenn man es mal weiß, ist es großartig, weil es nicht stört und nicht im Wege ist. Nein, das Gerät ist wirklich großartig, hat aber bei mir ein bisschen den Wunsch nach noch mehr geweckt. Ich hätte gerne so ein großes Gerät, was noch besser beispielsweise mit macOS harmoniert oder was, wenn Samsung da direkt OneNote, GoodNotes, irgendeine Notiz-App eingebaut hätte, was perfekt synchronisiert, weil was ich ein bisschen mühsam fand, ist, beispielsweise, wenn man Fotos drauf machen wollte, um die zu Notizen drauf zu machen oder Pläne, muss man die immer irgendwie importieren. Wenn das direkt mit einer der großen Notiz-App synchronisieren würde, das wäre großartig. Mein Traum wäre natürlich sowas mit Freeform von Apple drauf. Aber das dürfte ein bisschen schwierig werden, weil da ein paar Parteien zu viel involviert sind. Nein, aber das Ding hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Und was ich mich auch gefragt habe, ehrlich gesagt, ist, warum? Fernsehhersteller machen ja jeden Blödsinn, um Fernseher zu verkaufen. Gekrümmt, 3D, alles Mögliche an Funktionen passen sie da rein. Warum gibt es eigentlich keine Touchscreen-Fernseher? Das da als Stubenfernseher oder als Wohnzimmerfernseher, wo man noch ein bisschen drauf zeichnen oder gemeinsam Fotos angucken könnte, das wäre doch mal ein tolles Gerät. Vermutlich zu nischig, aber ich ärgere mich ja immer, dass die Fernseher so unnütz in der Wohnung rumstehen und man weit weg sitzt und mit der Fernbedienung bedient. Warum eigentlich nicht ein Fernseher mit Touchscreen, habe ich mir überlegt. Ich glaube, das wäre nicht die blödeste Innovation, die Fernsehhersteller je gebracht hätten. Und ja, gerade für sowas wäre es doch eigentlich noch lustig, wenn man das so als Familie gemeinsam so ein Gerät nutzen könnte, aber ich vermute, die Fernsehhersteller, die ja wirklich jeden Blödsinn schon gemacht haben, haben diesen Blödsinn schon auch ausprobiert und irgendeinen guten Grund gefunden, warum es das nicht bringt.
Bildqualität wird vielleicht gestört. Hat mich aber jetzt auch nicht gestört. Ich fand die Auflösung gut genug. Natürlich, ihr habt es jetzt gesehen, ein bisschen aus Distanz. Wenn man näher dran ist, sieht man schon die Pixel. Also da ist es nicht Retina. Das in 8K wäre natürlich ein Genussmonitor. Wenn man da in 8K dran zeichnen könnte, das würde riesig Spaß machen. Aber für Sitzungszimmer reicht die Auflösung natürlich völlig, weil die Leute sitzen ja nicht wie der präsentiert, so nah dran. Also da hat man ein bisschen Abstand und dann sieht es gut aus. Und was mich auch überrascht hat, was ich nicht erwartet habe, ist, dass die Latenz so gut ist. Also wenn man mit dem Stift malt, dann kommt die Tinte, die digitale Tinte halt auch sofort, wie mit einem richtigen Stift. Natürlich, bei iPads, Tablets, auch den Samsung-Tablets ist das inzwischen kein Problem mehr, dass der Stift malt und die Tinte dann irgendwann hinterherkommt. War früher bei vielen Tablets ein Problem. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, bei so einem großen Bildschirm könnte das ein Problem sein. War es aber überhaupt nicht. Einfach wenn man die Haupt-Mal- und Skizzierfunktion genutzt hat. Wenn man da Samsung DeX genutzt hat, habt ihr es ja gesehen, hat es schon ein bisschen Verzögerung. Und wenn man dann auch den Mac angeschlossen hatte, wo halt die Treiber dann nicht so ganz optimiert waren für OneNote, da war es dann schon nicht mehr, da hat es keinen Spaß gemacht, mit dem Stift drauf zu zeichnen. Eben wie gesagt, darum ein Plateway, dafür vielleicht ein Flip mit integriertem OneNote oder sowas. Hat ja Microsoft. Ich muss jetzt als nächstes mal bei Microsoft anklopfen, ob die mir auch einen ausborgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die von Microsoft heißen, ehrlich gesagt. Heißen die auch Surface eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das Gerät hat wirklich großen Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Würde ich mir jetzt privat eins kaufen? Nein, natürlich nicht. Bei mir reicht es ja völlig, wenn ich in den Videos ein Tablet habe und da drauf zeichne, dann kann ich auch hier sitzen. Wie ihr gesehen habt, da bei der Demo, es ist auch mühsam, wenn ich aufstehen muss und an einem anderen Ort etwas zeigen, dann ist es aufwendig zu filmen. Und da das hier ein Hobbykanal ist, vermeide ich alles, was aufwendig ist. Nein, hat großen Spaß gemacht, das Ding zu testen, aber jetzt geht das Ding dann auch wieder zurück zu Samsung, wird natürlich wieder abgeholt von der Spedition. Die armen Leute müssen das jetzt wieder hier raustragen. Ja, darum mag ich keine großen Testgeräte, die sind immer aufwendig, muss man gucken und schauen. So, falls ihr noch Fragen habt, unbedingt sofort Kommentare schreiben und Fragen stellen, dann kann ich es vielleicht noch ausprobieren, ehe das Ding wieder zurück ist bei Samsung. Ansonsten würde ich sagen, Daumen nach oben, falls das Video gefallen hat. Daumen nach unten, falls ihr findet, wir haben sowas auch im Büro, nutzen es nie. Ja, das ist auch immer ein bisschen das Dilemma. Ganz viel. Ich sehe häufig Sitzungszimmer, wo die Dinger drinstehen und ich frage mich dann immer, werden sie auch genutzt? Aber ich habe da wirklich sehr viel Zeit dran verbracht und gezeichnet. Und wie gesagt, die Kinder haben es auch gemocht. Das ist für mich immer einer der besten Indikatoren dafür, dass ein Gerät einfach ist. Wenn es die Kinder auch nutzen können, dann ist es eben kinderleicht. Das Wort kinderleicht kommt nicht von ungefähr. So, falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo Raphael dann hoffentlich nicht wieder so große Testgeräte habt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo Raphael garantiert nicht schon wieder so ein großes Testgerät hat.